Damit mir bloß nicht langweilig wird und du auch weiterhin verwirrt bist, schreiben irgendwelche amerikanischen Bürokraten immer wieder Texte um und halten das Corona-Thema weiter in Bewegung. Nicht, dass wir irgendwann vergessen, dass wir 2 Jahre darunter leiden mussten. Also heute geht es um das Combined Passenger Disclosure Papier. Schon wieder. Moin und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Ich bin Reiseplaner und wenn du Fragen zu USA hast, stehe ich dir gern zur Seite. Erst vor 3 Wochen habe ich erklärt, wer wann, wo und wieso welches Kästchen anzukreuzen hat und woher man es bekommt. Nun hat man aus den 1-2 7 Seiten gemacht, jetzt sind es auf einmal nur noch 5. Würde mich nicht wundern, wenn es nächste Woche wieder 7 sind. Oder doch nur eine. Eigentlich wollte ich heute die wunderschönen Rock City Gardens mit ihren tollen Wegen, Brücken, Schluchten und dem Wasserfall zeigen und dir die Fairyland Caverns näher bringen. Aber das kommt dann demnächst. Übrigens gibt es hier auf dem Kanal immer mal Tipps, wie du günstig an Mietwagen und Flüge kommst. Ich stelle dir Locations vor, die auch mal abweichen von den ganz überlaufenden Zielen. Oder auch zur Planung von Roadtrips und dazugehörigen Routen. Ja, selbst Vlogs mache ich noch, wenn ich selbst auf Reise bin. So zum Beispiel in gut 3 Wochen. Da kommt wieder täglich das Neueste von mir. Gerne abonnieren, um das nicht zu verpassen. Jetzt aber zurück zu unserem Lieblingsdokument. Zunächst kann man schon mal pauschal sagen, dass jeder, der 18 Jahre oder älter ist, eine vollständige Impfserie benötigt, um in die Staaten reisen zu können. Für die Ausnahmefälle ist dieser Bogen hauptsächlich gedacht. Wir beginnen mal mit den unwahrscheinlichsten Varianten. Ausnahmen wären zum Beispiel, wenn du auf diplomatischer und offizieller Reise ausländischer Regierungen bist, wenn du im Rahmen eines humanitären Einsatzes reisen musst, du aus einem Land kommst, welches eine begrenzte Impfstoffverfügbarkeit vorweisen kann, deine Einreise im nationalen Interesse der USA liegt oder eine medizinische Kontraindikation für einen akzeptierten Covid-19-Impfstoff hast, also eine ärztliche Befreiung von der Impfung. Wenn du und deine Mitreisenden nicht mindestens eines dieser Kriterien erfüllen, kannst du die Punkte C, E, F und G schon mal komplett vergessen. Wir kürzen das jetzt auch mal ab und konzentrieren uns auf die Section 1, also den Abschnitt 1. Alle Fluggäste ab 2 Jahren, die in die Vereinigten Staaten fliegen, müssen Abschnitt 1 ausfüllen. Das heißt für ein Paar im Mindestalter von 18 Jahren, das Vor- und Nachname in Druckschrift eingetragen wird, ich, Räuber Hotzenplotz, bescheinige, Kreuzchen bei, in meinem eigenen Namen, dass, Kreuzchen bei A, ich vor der Ausreise ein negatives Testergebnis für Covid-19 erhalten habe. Bei dem Test handelte es sich um einen Virustest, der an einer Probe durchgeführt wurde, die nicht mehr als einen Kalendertag vor dem Abflug entnommen wurde. Bei B steht, ich bestätige, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde und von einem zugelassenen Gesundheitsdienstleister oder einem Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens für Reisen freigegeben wurde. Der Test war ein Virustest, der an einer Probe durchgeführt wurde, die nicht länger als 90 Tage vor dem Abflug entnommen wurde. Wer also in den letzten 90 Tagen positiv war, soll hier ein Kreuz machen und sollte dann auch ein Genesenenzertifikat dabei haben. Section 2 oder Abschnitt 2. Ich bestätige, dass ich vollständig gegen Covid-19 geimpft bin. Auf der letzten Seite hier Vor- und Nachnamen eintragen, unterschreiben und aktuelles Datum eintragen. Fertig. Bei Familien mit geimpften Kindern zwischen 2 und 17 ist es ähnlich. Da kommt hier der Name des Elternteils in Druckschrift rein, hier das Kreuzchen für im Namen von und der Name des Kindes. Auch mit Vor- und Nachname. Der Rest dann wie eben schon gehabt. Wenn ungeimpfte Kinder mitreisen, wird in Section 2 bei B hier und hier angekreuzt. Weiter geht's dann mit Kapitel D. Dort steht folgendes. Ich bescheinige, dass die Person von der Pflicht zur Vorlage eines Impfnachweises befreit ist und ich folgende Vorkehrungen getroffen habe. Hier können wir also ein Kreuz hier machen bei 3 bis 5 Tage nach der Ankunft in den Vereinigten Staaten mit einem Covid-19-Virus-Test getestet zu werden. Es sei denn, die Person kann nachweisen, dass sie sich in den letzten 90 Tagen von Covid-19 erholt hat. Klammer auf.
Im Fall eines positiven Ergebnisses verpflichtet man sich zur Selbstisolierung für volle 5 Kalendertage und ordnungsgemäßes Tragen einer gut sitzenden Maske, wenn das Ergebnis des Virustests nach dem Eintreffen positiv ist oder wenn die Person Covid-19-Symptome entwickelt. Wenn man einen Roadtrip geplant hat, also mit fester Route und Termin, sollte man sich überlegen, ob das... Nun ja, ich darf dazu nichts sagen. Klammer zu. Unten dann wieder den Elternteil ausfüllen und Datum und Unterschrift leisten. Das war's erstmal wieder von mir. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, neben mir ein weiteres Video anklicken, wenn du Zeit oder Lust hast. Das Abo ist übrigens kostenlos, deswegen einfach mal draufdrücken und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Ich wünsche dir was. Ciao!